Dann bin ich auf der statt auf Alt auf die Windows, auf das Windows-Zeichen gekommen auf der Tastatur. Ah, dann. Orange. Eine Orange. Eine Orange. Und ein Apfel. Apfel, Apfel, Apfel. Wir können essen ohne Ende. Oh, er ist gesättigt. Kann ich wieder nicht nehmen, liegt wieder so blöd herum. Hä? Hä? Wo hast denn du den jetzt getötet? Ich kann den echt nicht aufheben. Nein, geht nicht. Goldmünzen. Hier geht's auch nochmal runter. Ach, in die Richtung haben wir schon alles. Gut, na, dann gehen wir nach unten. Schaut gut aus, als ob es eine gute Entscheidung war, dann nach unten zu gehen. Alter, bum bum bum, hey. Überall explodiert's hier. Da war doch ein Gegner. Da waren sogar zwei Gegner. Goldmünzen. Ich glaube, wir haben so fucking viel Gold. Das werden wir alles gar nicht ausgeben können, jemals. Wie treiben uns wir schon lange hier rum? Wieso können wir so viel tragen? Habe ich Stärketränke in der letzten Aufnahme genommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Habe ich das vielleicht? Ich glaube, mein Killer... Wie geht's denn eigentlich meinen Killer-Skorpionen? Den geht's doch ganz gut. Den geht's doch noch ganz gut, hey. So, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Divine Divinity. Wir sind doch in der Kanalisation stehen geblieben, wenn ich mich recht erinnere. Und jep, das sind wir auch. Und ich würde auch sagen, wir machen hier auch schön ordentlich brav weiter in der Kanalisation. Die ist ja eigentlich recht schnell erledigt. So, Meets ist wieder irgendwie auf Erkundungstour. Will wieder sämtliche Türen aufmachen. Meets, hör auf. So. Ganz ins Netz gehuckt. Hä? So, aber Äpfel. Tomaten. Warum kann ich die Tomaten nicht anklicken? Mal das weg. Killer-Skorpion? Tomaten. Ah. Oh. Das kann ich nicht verwenden. Hä? Warum sind aus den Tomaten gerade auf einmal mehr Tomaten geworden? Hä? Kann ich aus den Äpfel? Damit funktioniert das nicht. Hm, komisch. Ich habe gerade aus den Tomaten mehr Tomaten gemacht. Ich habe keine Ahnung warum. Oh, der hatte eine vergiftete. Ich habe es ganz genau gesehen. Ja, Leute. Ich habe ja zur Zeit gesagt, ich nehme gleich ein bisschen mehr auf. Es ist jetzt Ende Februar, muss ich gleich mal vorweg sagen. Denn ich bin zurzeit echt, ich werde jetzt auch mal ein Vlog dazu machen. Also für Ende Februar. Ich bin zurzeit echt aufnahmegeil. Ich muss mich wirklich zusammenreißen, nicht aufzunehmen. Und. Selbst wenn ich die Folgen länger mache, sind wir immer noch extrem voraus. Auf der anderen Seite möchte ich die Folgen gar... Oh. Möchte ich die Folgen gar nicht länger machen. Denn ich brauche den Vorsprung. Da jetzt eines meiner Projekte, die ich schon lange mir vorstelle... Und schon lange im Kopf habe, umsetzen möchte. Dadurch ist der Vorsprung ganz gut, da ich einfach ein bisschen Zeit habe, um etwas, um mich auf das andere Projekt zu konzentrieren. Das wird auch lange dauern.
Ich werde es auf jeden Fall noch ankündigen. Ich weiß nicht ganz genau, wann ich damit anfange, weil ich noch ein bisschen Equipment dafür brauche. Noch ein bisschen technischen Schnickschnack benötige ich noch hierfür. Und ja. Und da ist die Zeit wieder bei mir. Ich bin ehrlich. Eins nach dem anderen kommt. Das hört nicht einfach auf mit, ja, das ist kaputt oder das muss gemacht werden und da ist was. Bin ich momentan so finanziell auch nicht da, wo ich sag, kaufst du dir einfach mal für 200 Euro was. Würde ich mir zwar wünschen, wenn ich es gerade echt machen könnte, aber es ist leider momentan nicht drin. Und es nervt mich doch etwas. Das nervt mich nicht nur etwas, das nervt mich schon sehr. Da ich, jetzt wäre zum Beispiel wirklich eine gute Chance, wo ich sag, ich kann jetzt mal mit dem Projekt anfangen. Da ist mein Hauptkanal hier, also nee, mein Hauptkanal, wie soll ich sagen, meine jetzigen Projekte nicht gefährden würde vom zeittechnischen her. Oder auch, weil ich momentan dann auch die dazu kommen würde, dort weiterzumachen und es auch weiter zu machen. Gibt es Sinn? Dass ich es halt nicht anfange und nicht zu Ende bringen kann. Da habe ich momentan halt, muss ich sagen, die Möglichkeit und die Zeit auch dazu, dass ich da mal anfangen kann und es auch dann sagt, wir mal bringen es auch zu Ende. Und nicht nur anfangen und mittendrin müssen wir aufhören, weil das kann ich leider nicht gebrauchen. Warum kannst du keinen Heiltrank brauchen? Ich habe mir schon überlegt, ob ich hier einfach mal ein paar Killer-Skorpione her platziere und dann einfach mal, yay, Vollgas. Die, für mich alles töten, weil die laufen ja doch ordentlich rum. Wo ist eigentlich mein zweiter Killer-Skorpion hin? Hat den einer gesehen? Haben wir das jetzt hier schon alles abgegrast? Ja. Dann müssen wir als nächstes hier so rum runter. Okay, ich glaube, mein Killer-Skorpion backt hier in der Wand fest. Der will die zwei Spinnen töten, die aber nicht die selbst in der Wand backen. Jetzt wollen beide Killer-Skorpione sie töten. Mist. Mist. Na, egal, spiele ich mal ohne Killer-Skorpione mal ein Stückchen. Wird schon weitergehen hier. Wir sind ja hier unten bis jetzt nur auf Spinnen getroffen. Ah, guck, hier sind die Echsen. Ich habe mich schon gewundert, wo haben sich die Echsen versteckt? In Kanalisationen sind immer bei Echsen. Zumindest hier in dem Spiel. Wollen wir die Echsen nicht beleidigen? Wir machen mal kurz Heilage. Eine Heilung. Du bist außerhalb der Reichweite. Oh, jetzt kommen sie. Oh, jetzt habe ich mich schon mal gefreut, dass ich mal wieder kämpfen darf. Oh, backt auch in der Wand fest. Die Kanalisation in dem Spiel ist etwas buggy. Oh, guck mal, da sind Tränke. Tränke. Meins. So. Goldmünzen. Bevor wir immer so eine neue Ebene gehen, schauen wir erstmal hier ein bisschen noch weiter. Von da kamen wir rein. Oh, wir müssen doch hier rüber schon. Cool. Gut, dann müssen wir doch schon hier rüber. Und ich werde euch jetzt eins versprechen. Wenn wir das hier fertig haben, werden wir... Ui, Level Up. Werden wir eindeutig uns doch einmal Richtung Schloss begeben. Auch wenn ich es nur sehr ungern tue. Ich mag das Schloss nicht. Und zwischenzeitlich überlege ich, was ich hier mal nutze. Ich gehe sehr gern, ungern ins Schloss hinein. Verdammt, was nehme ich denn? Fallen umgehen? Heilung? Weiß ich gar nicht. Nehme ich Heilung? Überlebenskünste ist auch nicht schlecht. Gibt euch die Fähigkeit, eure Lebenskraft automatisch zu regenerieren.
Ich weiß es nicht, was nehme ich denn? Kenntnis der Kreaturen wäre natürlich auch nicht schlecht, dann weiß man immer, wie stark die sind, wie viel Leben die noch haben, aber eigentlich ist es auch egal. Nur wegen so Spielzeug. Verdammt, was nehmen? Reparieren. Wie wunderbar. Das nehmen wir mal reparieren. Nein, ich bin rausgetappt aus dem Spiel. Ich komm gleich wieder. Ich bin rausgetappt. Oh, oh. Oh Gott. Seid ab.